Es ist schon wieder 2:45 und es geht einfach nicht ins Bett. Ja, soll ich sagen, warum ich sie nicht einfach mit der Hand rausgenommen habe? Soll ich dir sagen? Weil du da reingepisst hast und reingepisst hast. Kannst du über die Dusche pissen? Nee, ich bin nackt. Also, ja, oh. Junge, was geht denn ab? Oh, Junge, das ist nicht dein Ernst. Ich wollte hier wirklich noch duschen. Das geht ja trotzdem noch. Der ganze, da ist da direkt das ganze Shampoo da. Perfekt, da brauchst du nur noch mit der Hand rübergehen. Alter, das ist ja rein. Nee. Ich werde morgen stinkend nach Eindhoven fahren. Okay, alles klar. Hast du wirklich schön gemacht. Statement? Ich habe hier die Kaution bezahlt. Und es wird allmählich weniger. Der Salzgehalt könnte verschwinden. Mach's Band aus. Julian, es reicht. So ein Scheiß. Wenn man für ein Hotelzimmer zahlt, muss man es auch vollkommen ausnutzen. Ist ja klar. Wer hat denn das letzte Mal gesagt, dusch mal nicht, du warst schuld, das guckst Arschloch. Diese Form, wie schon wieder sich Kokain zieht, das ist so schlimm. Alter. Es ist Vorspeise. Was ist denn jetzt hier eigentlich... Ich möchte pennen. Ja. Ich auch. Und hier ist sogar ein Klo. Das ist korrekt, das ist super. Also ich muss schon sagen, das macht mich irgendwie glücklich. Es wäre der Schänder hier dabei. Was ist das denn hier? Ja, wir brauchen jetzt nur noch einen Flötenmann, der hier jetzt reinspielt, und dann haben wir's. Sei doch nichts dann. Ich hab den hier ausgeschaltet. Der ist ja aus. Haben wir hier einen Mixer zufällig? Nee, wir haben noch drei Mixer hier. Du lässt deine Finger davon. Ja. So ein Mensch. Müssen wir jetzt um die Zeit noch einen Kaffee kochen, Brudi? Junge, ist das krank. Um die Zeit noch einen Kaffee kochen? Bist du sicher, dass ich um die Zeit noch einen Kaffee kochen will? Das sieht so aus. Bitte. Du bist dich. Alter, die Nachbarn, es ist 3 Uhr! Alles zerstöre, Juck! Aua. Das war's mit der Kaution. Das. Das war's nicht mit der Kaution, das war's mit der Lira. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich finde es aber schön, wie du selbst Freude an diesem Wahnsinn hast. Guck mal. Alter, was? Nee. Können wir theoretisch die ganzen Lichter raus ausschalten? Ich habe da nicht mal was gemacht. Das ganze Scheiße auseinander. Das ist so wunderschön. Ich bin so froh, euch zu haben, wirklich. Also ich liebe euch einfach. Das ist so, du hebst das jetzt auf, machst das wieder rein. Guck mal, ich hab mich erstmal verletzt. Also erstmal muss ich mich verarzten. Ja, solange du nicht tot bist, machst du das. Arbeit, mein Star, du bist voll Arschloch. Arbeit macht. Hey, geschafft, hab ich das geschafft schon wieder. Danke, jetzt muss ich das zensieren. Dass ich innerlich blute. Ich hab einfach Bock, keinen üben Scheiß zu machen. Ja, aber nicht, wenn ich es kaufe. Wir haben ja auch irgendwie alles gemacht, was wir machen können. Warum? Ich brauch gar nicht mehr. Ich will einfach mit dem Scheiß machen. Und wenn jetzt Hand muss da rein. Ich weiß es nicht. Also du hast geduscht, ich hab geduscht, du hast auch geduscht. Wir brauchen diese Dusche gar nicht mehr. Ist doch scheißegal. Das sieht aus, als ob was hier gespritzt wurde. August, was hast du gemacht, Alter? Wie lange warst du schon immer am Vögeln, wenn hier so ein Strahl rauskommt? Scheiße, Mann. Ey, ist jetzt ein kranker Scheiß hier hin. Aua. Hör mir. Können wir nicht nochmal rausgehen oder so einen Scheiß machen? Wir lagen gerade alle schon im Bett. Ja, aber gerade irgendwie. Ja, ich merk's. Hey, Finger weg von meinem Schniedelwutz. Was ist
Das müsste eigentlich Kaffee sein. Oder? Scheiße, Chipsbrühe, Alter. Also so lustig, wie das Ganze jetzt vielleicht schien, aber die Sicherung ist halt wirklich rausgeflogen und wir haben jetzt keinen Strom mehr, weil das Wasser, also der Überlauf hier hat nicht funktioniert scheinbar. Das Wasser ist hier reingelaufen, hier gibt es keinerlei, wie nennt man das, Silikon-Dingsbums und da gab es irgendwie einen kurzen. Und wir müssen das jetzt hier alles trocken machen und es geht halt wirklich kein Strom mehr, komplett ist der weg. Und ja. Ich kann uns das auch alles erleichtern, indem wir einfach die Sicherung reinhauen oder zum Elektroschlägen einfach einen Herzinfarkt geben. Das ist der einfache Weg. Da sind wir jetzt alle weg in 5 Sekunden. Junge, gute Nacht. Mann, ich dachte, ich krieg mal ein bisschen Schlaf die Nacht, aber nein. Das wird nichts.